Hallo zusammen, ich bin wieder hier. Nicht erschrecken, das wird ein kurzes Video heute. Nur weil ich habe letzte Mal der Bosch Life Hilfe gezeigt in dem Video und ich habe auf Thingiverse hochgeladen und ist innerhalb eines Tages war 100 schieß mich tot Leute das heruntergeladen hat. Und habe ich auch E-Mail gekriegt, wie nutzt man das, was braucht man noch dazu und so weiter. Also wir reden jetzt über diese kleinen Dinge. Was ist das überhaupt? Was braucht man noch dazu extra? Ihr seht, dass ich habe hier hinter eine kleine Schraube reingebaut. Das ist nur einfach, weil wenn der zwei Magnet das festhaltet auf dem Tisch, dann zum Drehen ist ein bisschen schwer. Und so sehe ich auch genau, ungefähr, nicht genau, ob das in 90 Grad steht und oder nicht. Und wenn ich das möchte drehen, dann drehe ich einfach über diese Schraube. Andere Funktion hat diese kleine Schraube nicht. Hier hinten ist, findet ihr zwei Loch, da passt genau der 20 mm Magnet, was man bei Haus und Werkstatt 24 kaufen kann. Außerdem findet ihr in alle Dateien für diese kleinen Dinger, das ist nur eine so kleine Ringe mit einem passenden Loch für den Bohrer, was er halten soll eigentlich. Und eine Schmelzmutter reingemacht, also nicht großartige Ding und ein 5er Schraube, das kann man so mit Hand zieht man das fest, das ist vollkommen gut, ne? Also braucht man nicht mit Schlüssel festziehen. Ich habe alle Dateien hochgeladen, quasi nicht alle, weil ich habe nicht für jede 15. oder Stufe hochgeladen, weil zum Beispiel bei 10 mm Loch kann man ganz ruhig 15. mm kleine Bohrer reindrücken, reinpassen und dann, wenn das zieht man fest, dann steht das gerade, weil hier haben wir mal 10 oder 15 mm breite Fläche und das führt genug, diese kleinen Dinge. Ich habe auch Kommentar gekriegt, dass er das leider nicht drucken kann, weil er keine 3D-Drucker hat. Ich habe mit Bert Schanner geredet und der hat gesagt, ja, dann machen wir mal ein paar Stück fertig und wenn jemand das braucht, dann ab höchstwahrscheinlich in der nächsten Woche findet ihr in Online-Shop bei Haus und Werkstatt 24 und ich verlinke sofort, wenn der Link da verfügbar ist, ich verlinke das in der Videobeschreibung. Wir machen das, weil der Manfred, unsere Manfred, hat auch schon gesagt, dass er will eine habe. Ich habe ihm geschickt und wenn er das Video macht, dann möchte er auch bestimmt verlinken und der hat ein bisschen mehr Abonnenten wie ich, also der Zeug erreicht viel, viel mehr Personen. So, jetzt zeige ich, wie das funktioniert und ja, wie man mit diesen Dingen Bohrer schleifen kann. Erste unsere Aufgabe, legen wir den Schleifhilfe auf den Tisch, stellen wir irgendwo in der Mitte und drehen wir das ungefähr in 15 Grad. Ich habe hier den Tisch im 15 Grad markiert und ungefähr habe ich jetzt im 15 Grad gestellt, diese kleinen Dinge. Wie gesagt, diese Schraube ist nur das zum leicht drehen. Ziehen wir diese kleine Hülse auf den Bohrer, drücken wir mit einem Finger den Bohrer rein auf der Nut und drücken wir ganz vorne. Nehmen wir diese kleine Hülse und stellen wir so an, dass zwischen der Abstandhalter, also diese kleine Hülse, so kleine Anschlag und der Schleifhilfe ungefähr so halbes Millimeter Loch ist. Und ziehen wir diese Schraube fest, nur einfach mit Hand. Stellen wir den Bohrer so an, dass der Hauptschneider parallel mit unserer Schleifband läuft. Also der schaut quasi nach oben. Wenn der Bohrer in dieser Position ist, ziehen wir weg, schalten wir den Schleifer und schleifen wir immer ein bisschen eine Seite, ein bisschen die andere Seite und kühlen wir den Bohrer ab. Ich nehme für Schleifer jetzt eine 80er Körnung Schleifpapier. Das ist grob genug, gut zum Schleifen, aber trotzdem macht eine sehr schöne Oberfläche.
Vorher war die Ecke von der Bohrer ein bisschen abgebrochen und ich sehe das, dass hier ist noch nicht sauber auf den Seite. Also nehme ich mal den ganzen Prozess nochmal, wieder stelle ich mal so ungefähr halbes Millimeter Luftspalte hier an, zwischen Anschlag und Bohrhilfe und fange ich das nochmal an. Jetzt sieht unsere Bohrer so aus. Eigentlich ist das schon so, kann schon ein bisschen zersparen, aber ist noch nicht das Beste. Jetzt nehmen wir den Bohrer, stellen wir wieder zurück und ganz vorsichtig stellen wir wieder so an, dass er, der Hauptschneider nach oben schaut und drehen wir 45 Grad, immer ein bisschen. So, das wird die Bewegung. Reindrücken, ein bisschen drehen, wieder zurück. Rein, zurück, rein, zurück. Und unsere Bohrer sind fertig. Sieht ganz schön aus. Und eigentlich, das war das alles. Wie gesagt, das wird ein kurzes Video. Jetzt habt ihr, wie das funktioniert. Immer kann man ein bisschen noch einstellen. Nach der ersten Nutzung versteht ihr das sowieso und weiß ja, wie das machen muss. Das war nur eine kurze Hilfe für euch. Wenn diese kleine Bohrschleifhilfe erreichbar ist in Haus und Werkstatt 24, verlinke ich das sofort. Soweit kann ihr die 3D-Datei herunterladen und selbst drücken. Was ihr noch dazu braucht, das ist Magnet und ein Schmelzmutter. Und das war's. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und bis nächstes Mal.